Oh, das sieht aber auch echt hübsch aus. Da liegt was. Das ist natürlich nicht, um mich zu baiten oder so. Und da sind freundliche Dargoyles, das ist auch nicht fishy. Unter der Atemoberfläche verlaufen dicke Kupferadern, das wie ein aus verfaulenem Fleisch herausragendes Skelett wirkt. Oh, schön. Hallo, darf ich das kurz looten? Danke, sehr nett von euch. Lasst euch sonst nicht weiter stören. Wenn ihr hier gerade so ein friedliches Sit-in habt oder so. Ist aber auch schön, sich seinen Thron da so mitten auf die Hand draufzustellen. Im Mittelpunkt dieses enormen Bauwerks aus Adra scheint unter dem langen Schatten der eingerollten Finger des Riesen ein Mann zu sitzen. Im Gegensatz zu den sklavischen, animalischen Kreaturen, die du bisher auf dieser Ebene getroffen hast, ist dieser Mann vergnüglich gestimmt und faulenzt auf einem schiefen Steinthron. Trotzdem hat sein Starren etwas Durchdringendes, Fieberhaftes an sich. Okay. Während du dich näherst, beobachtet er dich aufmerksam. Was bist du dann? Einer der Ihren? Merkwürdig, dass du die Planungsebene überlebt hast. Die was? Du merkst, dass er fließendes Inquitanisch spricht, obwohl seine Stimme äußerst angespannt klingt. Das ist nämlich der Grund, warum ich nicht weiter runtergehen wollte, bevor ich nicht die Hauptquest mit Heritage Hill gemacht habe, weil wenn du halt kein Inquitanisch kannst, verstehst du ihn, glaube ich, halt gar nicht. Und dann kommt es halt, glaube ich, generell zum Kampf. Und so kann man halt wenigstens mit ihm quatschen. Deshalb wollte ich vorher noch schnell den Sprachkurs für Lynn einheimsen. Es muss schwer für sie gewesen sein. Diese Bettler, diese Feiglinge. Trotzdem, du kannst nicht weitergehen. Nein, du kannst direkt zu ihnen zurückgehen, zu deinen Meistern. Sollen sie sich doch stattdessen an dir laben. Hä? Ich habe übrigens keine Meister, ich bin selbst meine Chefin. Ich weiß nicht, wovon du da sprichst. Yep. Ich möchte nichts anhaben, ich suche lediglich nach Informationen über den Meister in der Tiefe. Ja. Ich glaube, du bist ein bisschen zu lange hier unten gewesen. Ich gehe, wohin ich will. Also wir können ruhig friedlich miteinander. Ich will ja einfach nur Infos haben. Der Mann wirkt erschrocken und lacht kurz. Du verstehst mich. Hier unten sprechen jetzt selbst die Ausländer unsere Sprache. Wir sind wahrlich ein unsterbliches Volk. Er lacht abermals. Also, er ist auch tatsächlich Enkwitaner. Dann muss der aber schon lange, 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 lange tot sein. Aber cool. An dem kann ich ja dann mal so ein bisschen meine Sprachskills üben. Aber dadurch wird es nur noch klarer, musst du wissen. Du musst zu ihnen gehören. Warum haben sie dich so ganz gelassen? Du bist bemerkenswert gut erhalten. Danke. Nett von dir. Charmeur. Er kneift seine Augen zusammen. Versuch du nur vorbeizukommen, dann wirst du schreiend zurück in die Leere gehen, du Kasper. Oh, okay, doch nicht mehr nett. So kann man sich in jemandem täuschen. Was hat er denn dagegen, mich vorbeizulassen? Falls du über die Kreaturen in diesen alten Räumen sprichst, die habe ich bereits erledigt. Ja. Wer bist du überhaupt? Ist ja Inquitaner, wie kann es sein, dass du noch am Leben bist? Naja, er ist ja mir so untot, ne? Ich suche den Meister in der Tiefe. Ich muss die unteren Ebenen erreichen. Na gut, da gehe ich mal. Wer bist du überhaupt? Fürst und Meister dieses Orts. Er reibt seine Fingerknöchel an dem Thron. Ich sollte dich dasselbe fragen. Eigentlich bist du hier nach allen Regeln ein Eindringling. Andererseits ist unser großer Vater schon lange nicht mehr unter uns. Vielleicht wird es ihm nichts ausmachen. Ja, worüber auch immer du redest. Wie lebst du noch? Oh nein, nein, nein. Wir tauschen mit unseren Feinden keine Informationen aus. Geh und frag die anderen. Schau mal, ob sie sich erinnern. Ob sie sich daran erinnern, was uns all die Jahre erhalten hat. Nee, glaube ich nicht. Nicht mehr. Also falls du über die in den anderen Räumen sprichst, die leben nicht mehr. Ich hoffe, ich darf dir das sagen. Ha, gut, sehr gut. Er berührt seinen Mund mit einer Hand, zieht die Augenbrauen zusammen und dacht, ja, jetzt gehört alles mir. Endlich hat ihr Geschrei ein Ende.
Kein Grund mehr für irgendwelche sinnlosen Machtdemonstrationen. Er ist seltsam, aber irgendwie mag ich ihn. Also, dann geh deines Weges, rumpel ruhig in die Tiefe, wenn du willst. Das heißt, falls die Kiefer nicht kurz einen Prozess mit dir machen, die Kiefer habe ich doch auch erledigt. Kiefer? Gefräßige kleine Teufel. Sie sind in diesem ganzen Schlamassel schuld. Einen allein kann man mit Leichtigkeit töten. Aber es gibt einen riesigen Schwarm von ihnen, der sich durch den Adra frisst. Mein Adra. Jetzt gibt es nur noch den Arm. Und wir machen meine Statue kaputt? Das finde ich aber nicht gut. Wie auch immer, sie werden dich genauso mühelos in Stücke reißen, wie sie es mit den Kristallen machen. Eltern, noch müheloser. Sind wir ein bisschen überheblich? Ich habe vorher noch Fragen. Ja, ich sagte, dass ich dir einige Antworten geben würde. Um was geht es denn? Dass du mir jetzt wieder am Leben geblieben bist? Ich sehe schon, ich soll zum Punkt kommen. Also, eine Seele an ihren Körper zu binden, ist keine großartige Leistung, wenn man weiß, wie das geht. Als wir die Methoden dafür entdeckt hatten, waren wir uns sicher, eine Art von Unsterblichkeit gefunden zu haben. Der Körper kann immer noch ganz zerstört werden, was die Seele in ihm freisetzt, aber alles andere kann man durchaus überleben. Ah, die haben also auch diese komischen Necromancer, ich bind mir die Seele fest und dann kann mein Körper sterben, aber die Seele bleibt drin, Sachen gemacht und so. Ich war begierig, es zu probieren. Zu jener Zeit bereitete mir mein Bein fürchterliche Schmerzen, alte Kriegsverletzung. Außerdem hatte ich gehört, wie eine Versuchsperson eine Art Entrücktheit von Schmerzen beschrieb, die ihnen zugefügt wurden. Sie spürten sie zwar, aber es war ihnen egal, was eine enorme Verbesserung wäre. Ja, klingt voll toll. Wer nicht was? Mein Charakter beim Christoph hat das ja auch. Warte. Ach, das dein. Warte, kann dein Körper auch nicht sterben? Aber ihr seid doch eh Untote. Ich dachte, ihr könnt alle nicht richtig sterben. Ihr komischer untoter Haufen. Wir sind wenigstens richtige Kultisten, ne? Ich erinnere mich noch an den ersten Augenblick, an die Erleichterung. Er seufzt. Dann aber fanden wir heraus, dass sich der Körper nach einer Weile daran erinnerte, dass er eigentlich tot war. Man kann es kaum in Worte fassen, wie es sich anfühlt, die eigenen Finger verfault zu sehen. Er zieht eine Grimasse. Und den Gestank. Wenigstens ist er sehr selbstreflektiert, also das muss man ihm lassen. Ja, aber ich spiele den Lich mit dem Phylactery. Ja, da kann man parallel sehen. Wir versuchten, die betroffenen Versuchspersonen wieder mit Energie zu beleben, die wir ihren Kameraden entzogen hatten. Und das funktionierte eigentlich ganz gut. Es gelang mir, die damit verbundene Magie zu verbessern und mich selbst und die anderen, die es mir gleich getan hatten, weiterhin gesund zu halten. Kann ich das Ringlicht noch ein bisschen kleiner drehen? Da ist das schon. Ja, okay, jetzt ist es minimal eingestellt. Das brennt mir hier die Augen weg, ey. Ordnur war über die Ablenkung nicht sonderlich begeistert. Aber schließlich stellte sich heraus, dass es keine Rolle spielte. Die Meute kam und ermordete ihn. Uns schlossen sie hier mit dem Rest seiner Werkzeuge ein. Aber wir hatten immer noch den Adra, musst du wissen. Außerdem waren dort genügend Seelen eingeschlossen, um uns so lange zu nähren, wie wir wollten. Und so, er grinst, wir hatten eine gute Zeit. Im Laufe der Jahre konnten wir das Mobiliar haltbar machen. Wir hielten kleine Treffen in der großen Kammer ab. Ach, was für eine nette kleine Familie wir doch waren. Sein Grinsen vergeht, bis es ein Ende finden musste. Oh, wir waren so eine nette, friedliche, untote Familie. Süß. Ist hier Betty? Weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ich lasse ihn meistens leben. Ich finde ihn eigentlich ganz amüsant. Außerdem finde ich es ganz schön, wenn noch der eine oder andere in meinem Keller lebt.
Dann fühlt man sich nicht so einsam, falls man doch mal irgendwie sich ins 8. Level seines Kellers verirrt. Und sagst du mir jetzt mehr dazu, wer du bist? Wolltest du deinen Namen wissen? Die habe ich schon vor langer Zeit vergessen. Wer wird mich denn hier unten überhaupt rufen? Es gibt nur mich und jetzt noch dich. Nur darauf kommt es an. Ich war mit den Versuchen betraut, die wir hier unten durchführten. Der Führende, er tippt sich an die Schläfe, verstand jener Zeit. Bis auf Ottmar selbst konnte es niemand mit meiner Arkankraft aufnehmen. Er hielt inne. Und vielleicht ein paar seiner Berater. Und was ist das hier für ein Ort? Oh, viele Dinge. Einst war dies unsere Heimat und noch früher ein Ort großer Taten, er kichert. In den karstigen Kammern da drin wurden einst unglaubliche Entdeckungen gemacht. Wie sympathisch. Uns hat man den Großteil dieser Ebenen überlassen. Natürlich gab es ununterbrochen Bauarbeiten. Er deutet auf den Adlerarm. Denn natürlich diente all unsere Arbeit Ort nur zum Zweck. Er lacht. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Dutzend Bildhauer, die vorsichtig einen Fingernagel gestalten. Seelen wurden auf den Ebenen über und unter uns ihren Hüllen gerissen, während Idros einen großen Rummel um eine Nagelhaut veranstaltete. Das ist so grausam und amüsant gleichzeitig. Welche Art von Experimenten habt ihr hier durchgeführt? Nun, wir waren mit den Belangen der Seele beschäftigt. Wir alle, weil das auch auf nur zutraf. Hier aber schufteten wir dafür, die Trennungslinie zwischen Leben und Tod zu finden und sie weit aufzureißen. Toll! Wir versuchten eine Methode dafür zu finden, Seelen an ihre sterblichen Gefäße zu binden, um sie an der Überquerung des Schleiers zu hindern. Ich sage bewusst versuchten, wir fanden sie natürlich. Der Verstand von einem Dutzend kluger Leute, alle auf ein Ziel konzentriert. Wir hätten sie nicht finden können. Ich mag seine arrogante Art. Ich finde, ich lese das auch sehr schön. Oh, all die Dinge, die wir lernten. Was für eine glorreiche Zeit. Wir konnten ganz präzise bestimmen, wie eine Seele aufbrechen und zersplittern würde. Oh, das klingt ja toll. Wir konnten ein Fragment einer Seele vorsichtig in eine andere. Er lächelt angesichts der Erinnerung. Während unsere Gefährten ihre Bemühungen auf Phänomene wie Zerstörung konzentrierten, befassten wir uns direkt mit dem Kernstück der Angelegenheit. Natürlich hatten wir bestimmte Wissenslücken. Ich war bei meinem Vorgehen vielleicht etwas enthusiastisch. Ich dachte, dass es mir vorbehalten sei, einen etwas persönlicheren Versuchsansatz zu entwickeln. Okay. Und die Gewissheit kann noch so groß sein, das Trinken von Gift kann sie nicht zu einer angenehmen Erfahrung machen. Der Tod ist der ultimative Test, musst du wissen. Ist die Seele erst davongeflogen, weißt du, dass du gescheitert bist? Er kichert. Oh, wenigstens hat er seine Forschung sehr ernst genommen. Deine Arbeit klingt sehr wie Animancy, ja? Und Animancy heiße ich ja eigentlich nicht gut, ne? Im Vergleich zu was? Der Mann zuckt mit den Achseln. Vielleicht anderen, die in deinen Fußstapfen folgen. Ich hatte nicht die Gelegenheit, mich bei den magischen Studien auf dem Laufenden zu halten. Lächelt schwach. Was, hast du nicht das Animancy Journal hierher bestellt bekommen? Du hast andere gefoltert und ihre Seelen dazu verwendet, dein eigenes Leben zu verlängern. Du hast die Unsterblichkeit nicht verdient. Und was ist hier so passiert? Hier? Du meinst mit ihm, den Adler, alles davon? Das ist eine lange Geschichte und meine Geduld hat im Laufe der Zeit abgenommen. Ich werde dir erzählen, was sich in jüngster Zeit zugetragen hat. Ja, da kommen die letzten 2000 Jahre, muss man jetzt nicht erzählen. Die Adlerkäfer waren daran schuld. Ha, man würde nicht darauf kommen, dass es etwas so Kleines gewesen ist, etwas so Banales, aber sie schwärmten aus den unteren Bereichen nach oben und begannen sich am lebendigen Adler zu laben. Wie schlimm. Survival 5. Und rational. Ich habe ja gehört, dass Adlerkäfer eigentlich nur toten Adler fressen. So ungefähr ist es. Sie hatten uns niemals zuvor Probleme gemacht, aber trotzdem passierte es. Wir versuchten natürlich, sie zu vertreiben, aber es war unmöglich. Für jeden, den wir töteten, kamen zwei neue. Irgendetwas muss sie hier heraufgetrieben haben. Ich weiß nicht, was es war.
Vermutlich irgendwas, was schlimmer ist und drunter wohnt, würde ich jetzt mal so sagen. Beinahe amputierten sie unseren Adlerschenkel fast. Oh, nein, nicht der Adlerschenkel! Alles bloß nicht der! Nimm doch die Ferse oder die kleine Fußzehe, aber doch nicht den Schenkel! Furchtbar, diese Käfer! Es blieb nicht mehr genug, um uns alle zu versorgen. Nicht uns und die Räume, die Wandteppiche, das alles. Aber genug für mich. Keiner der anderen kannte den dafür erforderlichen Zauber. Ihre einzige Rolle bestand darin, in ihren Adlersärgen zu liegen und wiederbelebt zu werden. Von mir! Demnach war es doch eine offensichtliche Wahl, oder? Nicht mehr davon. Nicht mehr von irgendwas. Ich schwur, sie alle zu verbrennen, kämen sie mir nahe. Glücklicherweise hast du bewirkt, dass das jetzt unnötig ist. Ja, du, mit Leute verbrennen, also da bin ich voll dabei, da habe ich einen Spezialisten für. Verbrennen, das können wir. Wie konntest du das deinen Gefährten nur antun? Survival of the fittest, würde ich jetzt mal einfach so schätzen. Wenn man in Betracht zieht, dass du ihrer Unsterblichkeit ein Ende gesetzt hast, dann bist du weichherzig. Sie waren nicht besonders nett zu anderen. Wären sie dazu in der Lage gewesen, hätten sie dir das Hirn aus deinem aufgeplatzten Schädel geleckt. Toll! Es gab nicht mehr genug Leben. Das war auch schon alles. Und 2000 Jahre sind mehr als genug, um jemanden kennenzulernen. Ja, schon. Ich glaube, da kann man den einen oder anderen Charakterzug mitkriegen. Stell es dir mal so vor. Du hast sie auf ihren Weg geschickt und sie werden zu einem späteren Zeitpunkt wieder zum Leben erweckt. Ist das nicht beruhigend? Meine Emote-Box tut Sachen, aber ich weiß nicht, was passiert ist. Jemand ist gefollowt, ich weiß leider nicht wer. Ich krieg's nämlich nicht mehr angezeigt. Auf jeden Fall danke. Ich hasse es, dass Twitch jetzt alle Features verschlimmbessert hat und man einfach jetzt nichts mehr von seinen Alerts mitkriegt. Huhu und gerne. Vielen Dank dir, danke, dass du dich im Chat gemeldet hast. Es tut mir wirklich leid, weil ich habe einen Feed, aber es steht einfach nicht drin. Willkommen im Club. Ja, willkommen im Cat Club. Und danke für den Follow. Ja, dann lass uns doch mal über den Meister in der Tiefe reden. Weißt du, wer das ist? Cat Club ist der beste Club. Das sehe ich auch so. Da bin ich doch froh, dass ich jemanden überzeugt bekommen habe. Niemand von uns bekleidete solch hohe Titel. Der einzige Meister darin war Otmur, unser König, unser armer, vor Trauer wahnsinnig gewordener König. Er lacht. Ob er sich selbst wohl so nennen würde, frage ich mich. Ich glaube es eher nicht. Das war ja einfach. Otmur ist tot. Ohne ihn getötet zu haben, hätte sich die Meute nicht zurückgezogen. Er denkt einen Augenblick lang nach. Andererseits, wenn wir uns trotz unserer Tode erhalten konnten, dann war ihm das vielleicht auch möglich. Oh, supi. Ich bin mir sicher, dass sie die Möglichkeit dessen einst auch in Betracht gezogen hat, als alle über uns zusammengebrochen war. Vermutlich alles. Wenn es einem Mann gelungen ist, seine Existenz zu verlängern, dann wäre er es gewesen. Naja, mit zwei Katzen hier, wie könnte ich da anderer Meinung sein? Schwierig, ist ja eh überstimmt. Ach, hast du auch zwei Katzen? Also, ich meine, ja, Katzen sind eigentlich immer ein Argument für egal was. Also, mit einer Zweidrittelmehrheit mindestens. Hase, wer sagt denn, dass das hier eine Demokratie ist? Ich bin immer noch die Cat Queen. Oh, wie süß. Was denn für welche? Also meine sind normale Hauskatzen, also so
die total simple, getigerte Hauskatze, die man halt so kennt. Und die leider nicht in diesem schönen Bettchen liegt. Hast du auch Hauskatzen oder Rassekatzen oder männlich-weiblich? Bei Katzen bin ich immer voll im Thema drin. Ich stelle mir nur die Frage, wer diese Adrakäfer von aus dem unteren Bereich nach oben getrieben hat. Seine Faust ballt sich vor Wut. Wer stahl unsere Adraquelle? Ja! Beklagt dieser wimmernde Narr seinen Sohn schon, dass er Anstoß daran nimmt, dass wir uns an seiner Statue nähern? Ach, das wäre ja auch. Also, wie kann man so überreagieren? Dieser Dramatiker. Schlimm. Die Möglichkeit besteht. Er blickt dich mit plötzlicher Gelassenheit an. Nach all dieser Zeit würde es mich nicht überraschen. Ja, niemand kann hier überhaupt gegen den Cat Club sein. Also ich meine, nö, ich als erste Vorsitzende. Ich weigere mich auch nicht dagegen. Das ist gut. Auch zwei normale Hauskatzen. Mit drei Farben und weiße mit schwarzen Punkten. Beides Damen. Oh, wie süß. Sind dreifarbige nicht die, wo man sagt, dass sie angeblich Glück bringen, weil drei Farben so selten sind? Und was kannst du mir noch über Odd Moor sagen? Dann haben wir hoffentlich bald alles durchgequatscht. Unser Großfürst, ein weiser Mann in seinen Tagen, bis er seinen Sohn verlor. Ein Unfall, eine kleine, unglückselige Wendung des Schicksals. Bist nur ein kleines Stück an den versiegelten Kammern vorbeigekommen. Mittlerweile musst du eigentlich wissen, dass es Odd Moor nicht gut aufgenommen hat. Er kichert. Dieses Monument seiner Trauer hat ihn überdauert. Er hat das ganze Ding aus Trauer gebaut. Da hat er sich wenigstens ein sehr zeitfüllendes Hobby gesucht. Sein Wahnsinn aber bot uns eine Möglichkeit, das Versprechen der Unsterblichkeit für uns alle. Was für eine Rolle spielte es schon, wenn sie auf Geheiß eines trauernden Vaters gefunden wurde? Er hatte eine ganze Schar ergebener Diener. Wir mussten die fragliche Seele finden und sie von da zurückholen, wo auch immer sie hingegangen war, um sie in einem geeigneten Gefäß unterzubringen. Er zeigt auf die Statue. Und solche Entdeckungen sind nicht kostenlos. Das ist etwas, was der Pöbel nicht verstand. Nein, der Pöbel hat nicht verstanden, warum er sich opfern soll. Also wirklich. Ignorantes Pack. Aber die wollten die Seele in diese riesige Adra-Statue tun. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Muss man da irgendwas kompensieren? Ja, keine weiteren Fragen, Euer Ehren. Also gut. Gut zum Dehnen der Stimmbänder, muss ich sagen. Ja, der kriegt vermutlich nicht oft Besuch, der mit ihm quatschen kann. Ja, dann gehe ich mal und such die Käfer. Mach den Toten meine Aufwartung, wenn du sie triffst. Der Mann kichert finster. Okay. Ja, das wäre jetzt vielleicht auch gar nicht so gemütlich geworden, sich mit denen zu hauen. Dicke rostrote Adra-Adern winden sich durch das Handgelenk der Statue und in die Dunkelheit dahinter. Ich bin nicht mehr so gut im Vorlesen, merke ich gerade. Ah ja, da sind ja schon die Adra-Käfer, die wohnen direkt um die Ecke. Wundervoll. Warte, Pelagina, du willst dir Schaden machen, habe ich gehört. Schaffst es, Jörns, und lass dich nicht wieder davon irritieren, dass der Käfer sich selbst umbringt. Okay?
Ja, wird schon, Durance. Du machst es. Ich glaube an dich. Ja. Be more careful, Pelagina, wenn du dich so anzündest. Ernsthaft? Ernsthaft? Anders, du kleiner Verräter. Ich habe gesagt, wir wollen den Durance loswerden. Echt? Kennst du das Spiel oder bist du wegen der Katzen da? Ja, meine Katzen weigern sich ja heute irgendwie, sich in die Kamera zu positionieren. Also ich meine, Diego sieht man ja wenigstens so ein bisschen. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass ich die Kamera so ausgerichtet bekommen habe, dass sie den Kratzbaum mit drauf hat. Aber das Katzenbett ist verwaist und Sid. Wo ist Sid eigentlich? Sid? Sid? Ah, der liegt unten im Kratzbaum. Meine Kater schaffen es immer noch, dass ich das Gefühl habe, ich hätte sie irgendwo verloren. Ja, aber das war doch jetzt gar nicht mal so schlimm mit den Käfern. Slowly now. Ja, okay, hier gibt es wohl sonst nichts mehr. Ja, dann können wir wohl weiter runtergehen. Ich habe es auch schon öfter mal angefangen, mir eigentlich vorgenommen, es auch nochmal zu spielen. Also so richtig über die Mitte hinaus bis zum Ende. Jetzt habe ich von dir geredet. Jetzt musst du dich auch zu Wort melden, Sid. Okay. Also ich kann es nur empfehlen. Es ist mein absolutes Lieblingsspiel. Weil ich die Story einfach fantastisch finde und mich auch in die Spielwelt gut reinfinden kann. Durchspielen lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute irgendwie so kurz vor Ende es dann irgendwie doch nicht fertig gespielt haben. Bis wo hattest du es gespielt hast? Du hattest irgendwie vor dem dritten Akt aufgehört, oder?